Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, Sie haben heute und wollen es auch noch morgen tun, über die altersgerechte und damit auch generationengerechte Stadt nachgedacht. Lassen Sie mich ein, wie ich meine, entscheidenden Gedanken dazu beitragen. Kunst und Kultur ist nicht alles, aber ohne Kunst und Kultur ist alles nichts. Dieser kluge Satz wird Theodor Heuss zugeschrieben, aber er ist so gut, dass er auch von mir sein könnte. Deshalb habe ich meinen Beitrag, der Ihnen mit Hommage an einen besonderen Ort angekündigt ist, angekündigt mit meinen Kollegen von der Komischen Oper, mit einem Satz eines Mozarts, Divertimentos, Kirchenverzeichnis 437. Und daher mein Appell an alle Bürgermeister, Landräte, Städteplaner, Projektentwickler, Investoren und sonst Verantwortliche, vergesst Kultur und Kunst nicht bei euren zukünftigen Planungen der altersgerechten Stadt. Die Herr Dr. Mattner hat meine Kollegen bereits vorgestellt, Herrn Rother und Frau Börner. Herr Scheidsbach und ich gehören schon zur Silver Human Resource. Ja? Wir sind schon ein bisschen über das Alter hinaus. Ich will Ihnen was zur Geschichte des Gasometers erzählen. Die Gasanstalt Schöneberg wurde 1871 zur Versorgung von Schöneberg und der südlich gelegenen Bezirke Berlins gegründet. Bald die Erweiterung erlaubten auch weitere Gemeinden im Süden von Berlin mit einzubeziehen. Berlin war damals noch nicht Stadt, sondern ein Zweckverband. Erst 1920 wurde ja Berlin zu Groß-Berlin. Auf dem Gelände der Gaststätte wurde dieser Gasometer gebaut, den wir uns befinden. Und er war zum Zeitpunkt seiner Errichtung der drittgrößte Reservoir oder Gasometer in Europa. Er ist 1913 in Betrieb genommen worden. Während des Ersten Weltkriegs ging er dann in staatliches Eigentum über. Vorher war er privatrechtlich geführt worden. Und zwar der GASAG, die ist auch Eigentümer bis zum Jahr 2007, glaube ich, war es nicht. Da war das dann, dass er die GASAG das endgültig aufgenommen hat, gegeben hat. 1995 noch wurde er genutzt als Reservespeicher, aber es wurde hier kein Gas mehr produziert. Ein bedeutendes Zeugnis der 180-jährigen Gasversorgungsgeschichte Berlins und steht seit 1994 zusammen mit anderen Gebäuden hier auf dem Gelände unter Denkmalschutz, zum Beispiel dem Kesselhaus, was Messel entworfen hat. Messel, ein bedeutender Berliner Architekt, der zusammen Beispiel mit Ihnen auch die ersten Pläne für das Pergamonmuseum entworfen hat, also ein ganz bedeutender Architekt. Als mein Freund Reinhard Müller 2007, wir haben damals alle gesagt, er ist verrückt, dieses Gelände hier erworben hat und zu entwickeln begann, wurde uns bald klar, hier kann nicht nur moderne Stadt hergestellt werden, hier muss auch Forschung und Lehre her. Wir haben damals schon beschlossen, wir wollen hier eine Lehranstalt, eine Universität errichten, an der die Zukunftstechnologien in der Wärme- und Energieversorgung gelehrt werden. Zunächst sah es auch so aus, dass es dort mächtige und finanzgewaltige Sponsoren geben würde. Die Lehman Brothers und Ähnliches haben nach 2008 uns dies erst zunichte gemacht. Wir sind sehr froh, dass wir dann später mit der TU den Weg gefunden haben, den wir jetzt gehen, das TU Campus EUREF. Und was bedeutet dies nun? Dieses Campus EUREF will in einer Art Reallabor Wissenschaft und Praxis zusammenführen, Multiplikatoren und Ideendörfer zu gründen und bereits etablierte Unternehmen sein, integriert Partner der unterschiedlichsten Branchen, entsteht ein das erste CO2-neutrale Bürogebäude in Berlin. Die Energieversorgung basiert auf Biogas, ein biogasbetriebenes Blockheizkraftwerk sowie Photovoltaik und kleinen Vertikalwindrädern, die hier oben irgendwo sich verborgen angebracht haben. Langfristig wird auch die Gewinnung von Geothermie hier angestrebt. Die Bedingungen hier sind günstig. Leider ist dieses Verfahren noch nicht so ganz so billig, wie wir uns das erhoffen. Je höher der Anteil der Regenerativen ist, umso volatiler wird die Versorgung und umso wichtiger wird die Speicherung elektrischer Energie. Und da scheinen die elektrisch betriebenen Autos mit ihren unendlichen Batterien, wenn man sie vernünftig einsetzt, ein großes Speicherpotenzial zu sein, was also mit Blick auf die Elektromobilität von großer Wichtigkeit ist. Wir haben hier entwickelt drei Studiengänge. Zum einen die Frage der Stadt und Energie,
wie sieht die energetisch vernünftig organisierte Stadt aus, wie müssen die Gebäude aussehen. Dieses Thema Energie und Ressourcensparsamkeit hat natürlich die Entscheidung der Bundesrepublik nach Fukushima noch eine erhebliche zusätzliche Wichtigkeit erfahren. Die Transport, Speicherung sowie Nutzung in urbanen Räumen zu diesem Thema Stadt und Energie wurden 3 weiterbildende Masterstudiengänge der TU Berlin organisiert und hier auf diesem Campus angeboten. Die hier Studierenden sind Leute, die also schon einen ersten Studienabschluss haben und einen Masterstudiengang draufsetzen, 2 Jahre, und den müssen sie selbst finanzieren, die Studiengebühren aufbringen. Ich werde nachher auch noch ein Wort an die Unternehmen und an die Kommunen richten, vielleicht den hier studieren sollenden behilflich zu sein mit Stipendien und Ähnlichem, damit sie dann hochqualifizierte Mitarbeiter nach 2 Jahren zurückbekommen. Nächstes ist das energieeffiziente Bauen und Betreiben von Gebäuden. Noch ist es so, dass 40% des deutschen Energieverbrauchs und rund ein Drittel der 2 Emissionen auf die Bewirtschaftung von Gebäuden entfallen. Hier steckt also ein enormes Potenzial an Einsparmöglichkeiten. Und die unaufhaltsam steigenden Energiepreise machen dies auch zwingend. Und die Nachfrage nach fachlicher Spezialisierung wird hoffentlich dadurch anwachsen. Der Verkehr hat einen Anteil von 18% am deutschlandweiten Ausstoß von CO2 und 20% am städtischen Feinstaubaufkommen. Energieeffiziente und urbane Verkehrssysteme sind folglich ein wichtiger Beitrag zur Vorbereitung einer postfossilen Mobilität. Welche innovativen Technologien gibt es neben der Elektromobilität und verschiedenen Hybridmodellen, um die Verkehrssysteme und Mobilitätsströme effizienter zu gestalten? Welche sind davon wirtschaftlich vertretbar? Wir haben gerade letztlich auf dem Autokongress gehört, dass Herr Zetsche gesagt hat, wir können zwar solche Autos bauen, aber sie sind vorläufig noch so teuer, dass keiner sie kaufen möchte. Andererseits haben wir vor gar nicht langer Zeit von der Kanzlerin gehört, dass sie das allgemeine Ziel weiterhin verfolgt, bis zum Jahr 2020 eine Million Elektroautos auf die deutschen Straßen zu bringen, gegenüber denen sich die bisher wohl laufenden knapp 5.000 doch noch sehr bescheiden ausnehmen. Das wird auch eine Frage sein, wie wir Energietankstellen und weiß ich was nicht alles stellen. Aber auch dies kann auf diesem Gelände gesehen werden, wie sowas funktionieren kann bei Flingster, das hier ist. Und es gibt letztendlich den Lehrgang urbane Versorgungsinfrastruktur. Das heißt, die schon begonnenen Umbrüche im Bereich urbaner Versorgungsinfrastrukturen erfordern, dass sich insbesondere auch die Energieversorger und auf der Verteilerebene Stadtwerke etc. auf ihre Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt besinnen und entsprechend auch agieren. Der Querverbundcharakter der urbanen Versorgungsinfrastrukturen bringt zahlreiche Rückwirkungen und Synergien zwischen den verschiedenen Aufgabenbereichen mit sich. Aus diesem Grund werden in diesem Studiengang nicht nur Einzelthemen wie Energieversorgung, Wasser, Abwasser, Abfall, Wirtschaft etc. in aller Gründlichkeit behandelt. Es wird darüber hinaus besonders Gewicht auf die bestehenden technischen und organisatorischen Interdependenzen gelegt, denn nur unter deren Berücksichtigung kann dem Anspruch auf Nachhaltigkeit angemessen Rechnung getragen werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Appell nochmal an die Unternehmer, aber insbesondere auch an die Kommunalpolitiker: Geht jetzt dahin, Ihre Mitarbeiter für den 2-jährigen Masterstudiengänge herzuschicken, zu delegieren, ihnen bei der Finanzierung behilflich zu sein. Sie werden das nicht bereuen, wenn sie die hochqualifizierten Kräfte anschließend zurückbekommen. Ich bin derjenige, meine Damen und Herren, der Sie von dem abendlichen Programm trennt, noch nicht nächtlichen Programm, aber wir werden schon ein Stückchen vorgreifen, indem wir jetzt nochmal zu unseren Instrumenten greifen und Ihnen den ersten Satz von der kleinen Nachtmusik von Mozart spielen.